Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Tirolerinnen und Tiroler, die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns und der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor. Ich darf Ihnen bereits jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie viel Erfolg, Glück und Gesundheit für das Jahr 2013 wünschen. Am Ende eines Jahres bietet sich an, auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken. Das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und Bilanz zu ziehen. Vieles ist wiederum in den letzten 12 Monaten geschehen. Es gab positive wie negative Ereignisse und Veränderungen innerhalb des Familien-, Freundes- und Bekanntenkreises, aber auch etliche Ereignisse und Veränderungen auf lokaler und regionaler Ebene sowie aber auch auf Landesebene. Entwicklungen und Geschehnisse auf bundes- und europäischer Ebene, gerade im Bereich der aus dem Ruder laufenden öffentlichen Haushalte, dominierten das politische Geschehen. Die Europäische Union und die europäische Idee wurden im abgelaufenen Jahr auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Zu unterschiedlich erscheinen oftmals die Interessen einzelner Mitgliedstaaten. Und dennoch ist die Idee eines gemeinsamen Europas eine Idee, zu der es keine Alternative gibt. Auch unser Land Tirol profitiert von dieser Friedensinstitution Europa, welcher zu Recht der Friedensnobelpreis 2012 zuerkannt wurde. Natürlich kann sich Tirol nicht von internationalen Entwicklungen abkoppeln, sondern muss sich ebenso wie andere Regionen den derzeitigen Herausforderungen stellen. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Herausforderungen in Tirol alle gemeinsam, Politik, Wirtschaft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestens gemeistert haben. Die niedrigste Arbeitslosenquote aller 271 europäischen Regionen zeugt genauso davon wie die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aller österreichischen Bundesländer. Und diese Liste ließe sich noch lange fortführen. So hat Tirol etwa auch als einziges österreichisches Bundesland einen ausgeglichenen Haushalt. Und mit den Landesunternehmen BIWAG, Hypo Tirol sowie der Wohnbauförderung 5 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, als Landeshauptmann von Tirol ist es mein oberstes Ziel, für die Menschen in unserem Land zu arbeiten und Tirol ruhig durch diese unsicheren Zeiten zu führen. Auf das konzentriere ich mich mit meinem Regierungsteam. Mein Motto dabei lautet: Sparen, reformieren und investieren. Durch Sparen und Reformen in den letzten Jahren haben wir uns einen Investitionsspielraum erwirtschaftet, welchen wir zu einem zukunftsorientierten Gestalten nutzen können. Ich denke hier etwa an das 700 Millionen Euro Ausbauprogramm im Gesundheitsbereich in den nächsten 10 Jahren oder den weiteren Ausbau des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs. Hier belegt der Tirol bereits hinter Wien mit 15,1 Millionen Fahrgästen den hervorragenden 2. Platz. Doch wir wollen noch nicht stehen bleiben, wir wollen weiterkommen. Mitte Dezember haben wir deshalb im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs etwa eine Seniorenoffensive gestartet. Pensionistinnen und Pensionisten ab 60 Jahren können dabei um 240 Euro jährlich alle öffentlichen Verkehrsmittel landesweit uneingeschränkt nutzen. Als nächsten Schritt werden wir im ersten Quartal 2013 ein ähnlich attraktives Angebot für unsere Jugend präsentieren. Darüber hinaus geht Tirol aber auch bei Reformen im Bildungsbereich voran. In der Bildung liegt die Zukunft unseres Landes. Deshalb habe ich auch den Auftrag zum Start eines Tiroler Schulversuches für eine gemeinsame Schule gegeben. Wir wollen gleiche Chancen für jedes Kind, eine bessere Integration und keinen Entscheidungsdruck bereits im Alter von 10 Jahren, was die schulische Ausbildung anbelangt. Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz im 2. Halbjahr 2012 ist es mir gelungen, gemeinsam mit meinen Landeshauptleutekollegen aus den anderen Bundesländern sowie den Sozialversicherungen und dem Bund die Zukunft des österreichischen Gesundheitssystems neu und zukunftsorientiert auszurichten. Gerade dieser Bereich war in den letzten Jahren mehr als jeder andere
von teils extremen Ausgabensteigerungen gekennzeichnet. Deshalb war es höchst an der Zeit, diese Ausgabensteigerungen zu dämpfen, damit die Kosten hier nicht gänzlich aus dem Ruder laufen. Und mit der vorliegenden Reform ist uns ein guter Wurf gelungen. Im Interesse der Patientinnen und Patienten, aber auch im Sinne aller Steuerzahler. Mit der jetzigen Reform ist es uns gelungen, effizient, aber dennoch nicht auf Kosten der Qualität die Gesundheitsversorgung für die Zukunft auszurichten. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, das sind nur ein paar unserer Ergebnisse, die sich sehen lassen können. Am Ende eines Jahres schaut man aber nicht nur zurück, sondern blickt auch in das bevorstehende neue Jahr. Ich mache dies grundsätzlich optimistisch und mit Zuversicht. Denn die Ausgangslage für unser Land könnte durchaus schlechter sein. Mit gesunden Wirtschaftsdaten, einer guten Buchungslage im heimischen Tourismus und einem stabilen öffentlichen Haushalt, welcher erst vor kurzem wieder von Standard & Poor's mit einem ausgezeichneten Rating von AA+, sowie einer Kreditwürdigkeit der höchsten Bonitätsstufe AAA bewertet wurde, steht unser Land ausgezeichnet da. Und mit derselben Energie, welche wir im abgelaufenen Jahr für die Anliegen Tirols und aller Tirolerinnen und Tiroler aufgewandt haben, werden wir in das kommende Jahr starten. Arbeiten, arbeiten und arbeiten ist unsere Devise. Wir werden uns gleich zu Jahresbeginn mit den Sozialpartnern zusammensetzen. Denn gerade jetzt in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gilt es mehr denn je, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Auch werden wir die in den Jahren 2010 und 2011 so erfolgreiche einkommensunabhängige Sanierungsoffensive fortsetzen. Diese Förderungsaktion kommt dem Wirtschaftsstandort Tirol zugute, sichert die Beschäftigungslage und leistet einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz. Aber auch im Bereich der Bildung wollen wir neue Dynamik erzeugen und Verkrustetes aufbrechen, um unseren Kindern eine zeitgemäße und moderne Ausbildung zu ermöglichen. Dafür werde ich mich als Landeshauptmann von Tirol auch im kommenden Jahr mit voller Kraft einsetzen. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, ich wünsche Ihnen und allen viel Mut und Zuversicht, Glück und Zufriedenheit im Jahr 2013.